Ah, hello, back again. Ich mache jetzt heute die Türpappen wieder drauf und versuche euch zu zeigen, wie das beim Griff befestigt wird. Also, da ist der Türgriff von hinten und da ist ein Loch. Ich hoffe, man sieht's. Und dieser Haken gehört da eingehakt. Dieser Metallhaken, und dann muss man, ja, das sind hier so Plastikwiderhaken dran, das muss man ein bisschen zurückziehen, in die Führung reinziehen und dann hier so einklipsen lassen. Genauso schaut es aus. So, natürlich sollte man auch die Kabel nicht wieder vergessen. Ich bin hier auf der Beifahrerseite, da sind es nicht so viele. Da ist hier mal ein Stecker für den Fensterheber und unten ist ein Stecker für, ja, Türausstiegslicht. Man kann diese Stecker nicht verkehrt reinmachen. Sie haben lauter Nuten und dann geht's weiter. So, hier ist wieder das Gleiche über den Pin drüber. Und währenddessen ihr über den Pin drüber geht, hakt ihr auch hinten die Türpappe ein. Ich habe zum besseren Arbeiten hier auf der Beifahrerseite das Fenster runter gemacht. Oh, rutscht wie von alleine. Was ein bisschen anders ist wie bei der Fahrerseite, man hat hier den Griff. Und der ist geklipst, der ist schwer geklipst, also man muss ein bisschen unterhebeln mit dem Schraubenzieher, dann geht er raus. Und auch hier drin sind zwei stabile goldene Schrauben. Sonst ist es eigentlich das gleiche wie auf der anderen Seite. Man hat diese Schraube beim Hochtöner und hat die drei Schrauben unten an der Pappe. Kabel nicht vergessen. Ja. Alles ganz easy und einfach. Wünsche euch noch einen schönen Tag und einen guten Rutsch. Bis dann.